Moin zusammen, ich bin hier gerade auf der CES 2019 am Stand von Lenovo. Und Lenovo hat einige Neuheiten vorgestellt, unter anderem das ThinkPad X1 Carbon in der 7. Generation. Und was daran neu ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, und hier haben wir auch schon das Lenovo ThinkPad X1 Carbon in der 7. Generation. Eben ein Refresh für die neue Generation. Es haben sich aber doch ein paar Details geändert, sogar ein paar mehr, um genau zu sein. Einerseits bei den Features, andererseits auch optisch. Fangen wir mit den Features an. Erstmal zur Ausstattung Core i7 8. Generation, also bis hin zum Core i7 8. Generation. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 512 GB SSDs. Das soweit erstmal die Standardkost. Man hat die Lautsprecher überarbeitet. Man sieht hier oben die Lautsprecher-Grills letztendlich. Und die wurden überarbeitet. Da sind jetzt eben 4 Lautsprecher drin, Dolby Atmos zertifiziert. Wofür man das genau in einem Business-Laptop braucht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Lenovo wird da schon für Gründe haben, auch eben das Feedback vielleicht von den Kunden genommen, um da eben zu diesem Schluss zu kommen. Fingerprint-Reader ist hier mit drin. Und in dem Modell, das ich jetzt hier gerade habe, ist auch Windows Hello mit an Bord über die Infrarotkameras. Und an dem Punkt auch direkt eine Neuerung. Letztes Jahr gab es den Things-Shutter nur für Modelle ohne Windows Hello Infrarotkamera, jetzt auch für Modelle mit Infrarotkamera. Das heißt, ihr könnt hier einfach wirklich physikalisch die Webcam schließen und ja, dann kann eben keiner die Webcam irgendwie anzapfen oder sonst irgendwas. Beim Display gibt es dann auch noch sehr viele verschiedene Optionen, angefangen bei einem normalen Full-HD-Display mit 300 Nit Helligkeit über ein Full-HD-Display mit Think Shield. Das ist im Prinzip eine Art, ja, ähnlich, ihr kennt es vielleicht von HP, die haben auch so ein Privacy Shield Display, das eben die Blicke von der Seite aufs Display verhindern soll. Und Lenovo geht hier sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass das System eigenständig erkennen kann, ob ein Sitznachbar beispielsweise auf euer Display schielt und dann automatisch diese Privacy Display dann irgendwie aktiviert. Weil ansonsten, wenn wir nämlich hier mal schauen, die Blickwinkel sind so gut, also man kann hier wunderbar von der Seite auch drauf gucken. Man könnte also mitlesen, wenn man möchte, und das ThinkPad soll das eigenständig verhindern können. Neben dem Think Vision Display gibt es natürlich auch noch weitere Optionen. Es gibt ein WQHD Panel, es gibt auch ein 4K Panel natürlich mit 10-Bit und Touchscreen, ähnlich dann wie im X1 Extreme beispielsweise, nur halt eben das Ganze ein bisschen kleiner hier im X1 Carbon 7. Generation. Schlüssel an, wir haben hier einmal einen USB Type-C-Anschluss zum Aufladen des Geräts mit Thunderbolt integriert. Ihr habt hier den Lenovo OneLink Dock Connector, das heißt, ihr könnt hier direkt eine Dockingstation anschließen. USB 3.1 ist hier noch mit dran, HDMI-Anschluss in voller Größe, finde ich auch immer ein sehr schönes Detail, dass man eben dafür keinen Adapter groß braucht. Headset-Anschluss ganz normal und auf der anderen Seite hier unter dem Alarm findet sich auch noch ein USB Type-C-Anschluss. Hier ein Kensington-Lock, Power-Button an der Seite und die USB Type-C-Anschlüsse übrigens auch alle mit Thunderbolt 3 Unterstützung. Das heißt, hier ist man wirklich für alle Eventualitäten gerüstet, kann die Displays direkt anschließen, Stromversorgung anschließen, externe Geräte anschließen ohne Probleme. Also das ist alles hier abgedeckt mit den Thunderbolt-Anschlüssen. Okay, kommen wir zur letzten Neuerung hier im ThinkPad X1 Carbon der 7. Generation und das ist das Backcover. Ja, heißt die Rückseite vom Display. Denn Lenovo hat jetzt hier neben dem normalen Soft-Touch-Finish, das ihr von den eigentlichen ThinkPads kennt, dazu entschieden, dass man auch eine Carbon-Rückseite macht. Das heißt, die Rückseite ist hier mit so einem gewebten Carbon-Finish, sieht ziemlich cool aus, fasst sich auch gut an. Ist natürlich reine Show, muss man dazu sagen. Also kein echt, man sieht hier nicht das Gehäuse, wie es tatsächlich aussieht, sondern das ist halt so ein bisschen für die Optik, um zu zeigen, ja, dieses Gerät besteht aus Carbon. Und finde ich optisch auch ganz cool so. Gibt es natürlich aber auch mit dem klassischen Soft-Touch-Finish. Auch noch ein kleiner Punkt, es ist ein bisschen leichter geworden, 1,1 Kilo knapp. Je nach Konfiguration variiert es natürlich ein bisschen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber so rund 1,1 Kilo habt ihr hier in der Basis-Config und ja, fühlt sich wieder an wie ein ThinkPad, sieht aus wie ein ThinkPad und viel mehr braucht man, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Ich denke, das Gerät, wenn ihr euch so ein ThinkPad X1 Carbon zulegt, das wird auch eine ganze Weile durchhalten, das wird einiges mitmachen können, einiges aushalten können, denn dafür stehen die ThinkPads halt und das macht jetzt hier auch nicht den Eindruck, als wenn es gleich auseinanderfällt, sondern fühlt sich wirklich sehr, sehr robust wieder an und ja. Dann so viel eigentlich auch schon zum ThinkPad X1 Carbon der 7. Generation und lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, ansonsten bis zum nächsten Mal.